Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespieler und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, in der letzten Folge haben wir damit aufgehört, unsere Leute auszurüsten. Für unsere Heilerin fehlt uns allerdings noch die Robe. Ich habe jetzt einfach mal nachgeguckt und wir kriegen sie bei einem Händler auf dem Bazar, der gleichzeitig auch Runen verkauft, sie hier nämlich. So, sie hat, genau. Robe der Güte, die hätten wir gerne, danke. Runen hast du nichts, was wir gebrauchen könnten. Das heißt, ab auf Seite 20 jetzt die Robe ausrüsten. Sieht interessant aus, die Robe, aber Set ist gut. So, das heißt, wir suchen uns irgendeinen Händler und fangen an, unser Zeug noch zu verkaufen. Okay. So, dann fangen wir mal an. Weil alles, was wir hier haben, bringt uns nichts mehr. Das Einzige, was ich nicht verkaufen werde, sind Sets. Also immer da unten einen Blick im Auge haben, ob es ein Set-Gegenstand ist. Z-Waffen haben wir, glaube ich, eher weniger. Da ist eine. Und ja, wir haben jetzt schon 100.000 Gold. Ach ja, die Schattenklinge, die können wir natürlich nicht verkaufen. Ja, giftgrüner Rippenbogen, den haben wir auch noch aus Breath of Winter. Deswegen behalte ich den auch mal. So, Nidhalfs Wehr, die kannst Dinger verkaufen. Oh, das Schild der Urelemente. Warte mal kurz. Also erstmal hier hochsortieren. Ja. Pack du das Schild der Urelemente, das ist besser. So. Die restlichen Schilde hier können alle weg. Norse Mantle können weg. Große Ordensrüstung können sowieso weg. Da die Dämonenrüstung, die wir warum auch immer noch haben. Ach nee, halt, das ist eine mächtige Rüstung. Okay. Bringt uns allerdings auch nicht wirklich viel. So, Elends Hauch. Behalten. Da, der Drachenschuppenpanzer, das war der irgendwie komisch war. Da ist Erions Wissensrobel. Göttliche Runen und Tiaras Kraft.
Imperiale Rüstung, das Ding kann weg. Da ist die Gegenschlagsrüstung, kritische Magietreffer, kritische Fernkampftreffer. Das Ding können wir nicht verkaufen, das müssen wir wegschmeißen dann. So, die können alle weg. Also der Windläufer kann weg. Die können weg und glänzende Beinlinge ebenso. Göttliche Runen behalten wir. Kritische Fernkampftreffer auch. Cerbus Helm kann weg. Anlist des Todes und so kann auch alles weg. Und die Windpriesterhaube auch. Ordenshelme. Ja, Elends Hau. Mana-Tunnel, das Ding ist sowas von komisch. Mit plus 50 Weisheit, aber minus 4 Intelligenz und minus 4 Charisma. Turnierhelme, das kann alles weg. Göttliche Runen, Tiaras Kraft, Gegenschlag, kritische Magietreffer, kritische Fernkampftreffer. Hey, das heißt, wir sind bei den Ringen angekommen. Edelbänder, Ring der Wächter können weg. Trägst du eigentlich den Gezeitenring? Ich hoffe doch mal. Goldener Ring der Weisheit. Den kann sie leider nicht tragen. Nein. Blutbänder. Gottestränen. Weltenspann können weg. Erions Wissen bleibt. Sonnenlicht kann weg. Siegel des Kaisers kann weg. Der kann weg. Tiaras Kraft bleibt. Weg, weg, weg. Ja. Das heißt, wir haben jetzt fast alles, was wir noch haben, auf zwei Seiten. Gucken wir mal kurz. Erions Wissen. Kriegen wir nicht mal zusammen? Da fehlt uns sogar noch ein Teil. Die Robe können wir nicht mal wegschmeißen. Also ja, hier kritische Fernkampftreffer haben wir alles. Für Gegenschlag haben wir auch immer noch alle drei Teile. Elends Hauch haben wir nur die beiden Teile. Den dritten Teil haben wir einfach nicht, weil wir ihn nicht kriegen können. Göttliche Runen müssten wir auch noch alle drei Teile haben. Stimmt, Hosen, göttliche Runen, genau. Kritische Magietreffer haben wir zwei Teile, so wie es aussieht. Ja. Tiaras Kraft hätten wir auch alle drei Teile. Okay. Gut, dann halten wir uns jetzt nicht mehr länger hier auf. Wir haben unser ganzes Zeug verkauft und einen Haufen Geld damit gemacht.
Wir reisen jetzt zum Knochentempel zurück. Loading. Ach, und hier oben beim Heiler gibt es sogar noch eine Truhe. Naja gut, wir können alles einsammeln, was wir doch so finden. Und ja, wir haben gesagt, für den Schatten Krieger, nehmen wir dieses Mal die beiden dunklen Monumente, also die Orks und die Dunkelelfen. Oh, und hier ist jede Menge Zeug noch drin. Heerdom, flieht, solange ihr es noch könnt. Dieser Ort ist nicht für Sterbliche bestimmt. Das Böse hier wird euren Geist und Körper verderben. Und ihr werdet ein Verdammter, so wie ich. Ein Verdammter bin ich bereits. Aber hier und heute werde ich dem ein Ende setzen. Wie könnt ihr hier überleben? Ich habe gelernt, mich den Gesetzen dieses Ortes zu fügen. Und meine Magie schützt mich vor den Krankheiten, die hier überall lauern. Werdet ihr mir helfen? Ich kann euch von Krankheiten heilen. Das könnte euch hier sehr nützlich sein. Sagt mir, ob ich mit euch kommen soll. Folgt mir. Gut, geht voran. Gut. Mein Irrfit lasse ich mal hier bei dir. Dann hole ich mir schon mal die Ornamente. Hier sind doch mal Steine, hier sind Steine. Was ich nicht sehe wiederum, ist Aria. Stimmt, Aria war außerhalb. Nämlich hier oben. Kein Geist! Ist was denn also? Keine Last. Und ja, das mit der Mumie ist jetzt gerade kontraproduktiv, dass die da auftaucht. Was wollt ihr? Ja. Dorthin also. Ich bin müde. Keine Last. Woher gut?
Das Gute ist, die Mumie scheint unsere Monumente zu ignorieren. Meister? Ich gehorche, Meister. Vorsicht! Zeit zu sterben!